Hier kommt jetzt für Sie das Siegerprojekt in der Kategorie Sportler mit Herz. In einer Zeit, in der viel Unsicherheit herrscht. Eine Zeit, in der alle Menschen ihr Leben nur eingeschränkt führen können. Mittendrin, im ersten Corona-Lockdown, startet der gemeinnützige Verein Spielerpass das Projekt Daheimkicker. Mit dem Ziel, dass Menschen in Wohngemeinschaften mit Sport in Kontakt kommen, wo Sport natürlich eine ganz große Kraft darstellt, auch eben im Alltag. Das ist auch natürlich gelungen, sogar mit Bravour. Und das, was im März als kleines Projekt begonnen hat, bekommt Flügel. Fußball kommt zu immer mehr Menschen mit Beeinträchtigungen nach Hause. Durch Crowdfunding finanziert, kommt die Unterstützung für die Gesellschaft aus der Gesellschaft. Die Möglichkeiten, mit Fußballassen zu trainieren, werden immer mehr und von den Neokickern gut angenommen. Super! Weimund! Ja, es war ehrlich Zeit, es ist super, mir gefällt es da. Man müsste das wie öfter auch machen und so. Es ist super. Durch die gute Zusammenarbeit mit den Einrichtungen vor Ort überwinden die Daheimkicker auch die Corona-Sicherheitshürden und wachsen. Ja, das Projekt hat sich in 5 Bundesländer ausgeweitet. Es sind über 20 betreute Wohngemeinschaften dazugekommen. Über 100 Spieler wurden wöchentlich trainiert oder werden auch weiterhin wöchentlich trainiert. Und das ist gut so, denn Sie, die in Ihren Wohngemeinschaften zur Risikogruppe zählen, nützen begeistert die Chance, sicher Ihre Fähigkeiten zu trainieren. Laufen und dann noch ins Tor schießen und so. Und passen. Es sind die gemeinsamen kleinen Schritte der Daheimkicker, die etwas Großes entstehen lassen. Einige der so erreichten Menschen haben schon den Weg in Vereine gefunden. Wir haben auch gesehen, dass vor allem der Multiplikator in den Wohngemeinschaften sehr groß ist, dass wenn vor allem in einer Wohngemeinschaft schon eine Person ist, die schon Fußball spielt, dass die dann automatisch auch die Mitspieler und Mitspielerinnen mitzieht. Und so können Herausforderungen gemeistert, neue Fähigkeiten erlernt und Erfolgserlebnisse gemeinsam gefeiert werden. Und wir werden immer besser und irgendwann werden wir mal gegen Mannschaften gewinnen. Ja, das macht mir Spaß. Ist das sehr, sehr gut angekommen und ich muss ehrlich sagen, auch das Schönste in diesem Jahr. Stoppen. Ja, genau. Stoppen. Für das Projekt Daheimkicker des Vereins Spielerpass kommen jetzt 2 Aushängeschilder zu uns. ÖFB-Rekordnationalspielerin Nina Burger und Trainer René Hacker. Schönen guten Abend. Hallo. Schwer. Ja. Kommt ein bisschen in die Mitte. Nina, gratuliere, 109 Länderspiele haben Sie als Spielerin gemacht, 53 Länderspieltore geschossen, jetzt als Trainerin mit dabei, bei einem Projekt, das ja am Anfang der Corona-Krise relativ schnell aus dem Boden gestampft wurde. Wie waren da so die ersten Erfahrungen am Anfang, an was erinnern Sie sich? Ja, zuerst einmal schönen Abend, danke für den Ehrenpreis, danke auch an alle, die gewotet haben, aber vor allem herzlichen Dank an alle, die bei dem Projekt involviert sind, an einen Gründer, an alle Trainer, an alle ca. 100 Menschen derzeit, die da voll engagiert immer dabei sind in den verschiedensten Einrichtungen in 5 Bundesländern aktuell. Ja, das hat mir sofort gepackt, diese Idee. Ich war sofort dabei, weil mir einfach wichtig ist, dass man Sport, dass man Fußball für alle zugänglich macht. Und ja, ich freue mich einfach sehr, dass das auch jetzt ausgezeichnet worden ist. Ich habe das von Anfang an unterstützt bei der Crowdfunding-Aktion und bin jetzt als Trainerin tätig, gemeinsam mit dem René und noch anderen. Und es macht einfach sehr viel Spaß. René Hacker, welche persönlichen Erfahrungen verbinden Sie mit dem Projekt? Mit diesem Projekt einfach nur Freude. Freude am Fußball, Freude am Sport, überhaupt in diesen Zeiten. Dadurch, dass die Zeit ja ziemlich begrenzt ist, wo Sie Aktivitäten machen können, ist da einfach die Freude, das zu, einfach was draus zu machen, Fußball zu spielen, auf den Ball drauf zu hauen und nach dem Training einfach zu sagen können, ja, bitte nächste Woche wieder. Und wir haben gesehen, viele glückliche Gesichter, dank euch. Vielen herzlichen Dank und Gratulation, wohlverdient. René Hacker, Nina Burger, danke. Danke.